Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen wieder mal bei uns im Parlamentsclub, auch wieder mal mit der Bundesfrauenvorsitzenden, gar nicht so lange her, dass wir zu zweit, eigentlich war es damals zu dritt, hier ein rotes Foyer gemeinsam bestritten haben, weil Frauenpolitik einfach ständig Thema sein sollte und nicht nur, für uns zumindest, nicht nur rund um den Weltfrauentag, der ja morgen stattfindet. Aber es ist natürlich ein Tag, an dem die frauenpolitischen Themen mehr denn je, zumindest in der öffentlichen Diskussion, thematisiert werden sollen. Umso mehr, als wir wissen, dass die Teuerung, die ja in Österreich allein im Februar wieder auf einem neuen Rekordwert von 11% oder sagen wir immer noch ist, während in anderen Ländern schon längst die Rate bei 5%, knapp über 5% in Spanien liegt oder 9% etwa in Deutschland, so haben wir in Österreich noch immer einen sehr, sehr hohen Wert. Warum ist das wichtig im Kontext des Weltfrauentages? Weil Frauen besonders stark von dieser Teuerungskrise, von dieser Inflation betroffen sind. Das liegt auch daran, dass ihr Einkommen schon vor dieser Krise viel geringer war als jenes der Männer für gleichwertige Arbeit. Aber nicht nur das, selbst wenn Frauen dann in Pension gehen, sind sie mit Pensionen konfrontiert, die weit unter dem Pensionsniveau der Männer liegen. Das hat natürlich Ursachen. Das ist kein Naturgesetz, das muss nicht so sein. Und deswegen hat die Politik die Aufgabe, nicht nur am Weltfrauentag, sondern generell diese wichtigen frauenpolitischen Anliegen der Gegenwart, aber auch der Zukunft natürlich auf die Agenda zu nehmen, dort auch die Aufmerksamkeit und den Fokus hinzulegen, um die Einkommenssituation, die Pensionssituation von Frauen in Österreich endlich nachhaltig zu verbessern. Es ist Zeit. Weil Fakt ist, die Lohnschere zwischen Männern und Frauen klafft noch immer viel zu weit auseinander. Frauen verdienen noch immer im Schnitt 20%, je nach Berechnungsmethode, etwa weniger als Männer für gleichwertige Arbeit. Und da gibt es eine Berechnung, eine Prognose des Finanzministeriums, die relativ aktuell ist, die unter anderem sagt, wenn politisch nichts passiert, um diese Lohnschere zwischen Männern und Frauen zu verkleinern, dann wird es auch noch 2060, in 40 Jahren, denselben Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen geben. Und jetzt sind viele Frauen auch hier heute anwesend und das freut mich. Und wir alle sind betroffen. Aber noch viel mehr Frauen, die heute nicht hier sind und die weitaus weniger verdienen als wir. Vor allem viele Pensionistinnen sind tagtäglich von einer viel zu geringen Pension betroffen, weil sie 40% im Schnitt weniger verdienen als männliche Pensionisten. Und das führt am Ende dazu, dass jede zweite Frau von Altersarmut betroffen ist in Österreich. Und diese Frauen wurden zu einem großen Teil in diese Armut hineingezwungen durch ein System in Österreich, ein System, das ihnen quasi auch keine Chancen gegeben hat, keine Möglichkeiten gegeben hat, diese Altersarmut zu durchbrechen und zu verhindern. Und genau das, sehr geehrte Damen und Herren, muss endlich ein Ende haben. Frauen brauchen Möglichkeiten und Chancen, sich daraus zu befreien und auch aus eigener Kraft hier ein wirtschaftlich selbstständiges Leben führen zu können. Wie gesagt, wir waren vor 3 Wochen hier. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht. Damals ging es um das Thema Teilzeit- bzw. Vollzeitarbeit von Frauen. Und aus meiner Sicht ist es ganz, ganz notwendig, dass eine dieser Chancen für Frauen, dass diese Lohnschere und Pensionsschere bald geschlossen wird, ist, dass man Frauen es erleichtert, von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln. Wir haben allerdings einen Arbeitsminister, der vor einiger Zeit, anstatt diese Möglichkeiten zu schaffen, den Frauen angedroht hat, den Teilzeitkräften angedroht hat, in der Teilzeit Familienleistungen zu kürzen. Damit sind die Frauen bestraft worden, die in Teilzeit arbeiten. Es sind sehr, sehr viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Es sind natürlich auch die Kinder betroffen von diesen Frauen, wenn es welche gibt. Ja? Und ich sage Ihnen, insgesamt wären 1,4 Millionen Menschen in Österreich davon betroffen, viele eben davon hart arbeitende Frauen. Insgesamt und kurz zusammengefasst kann man sagen, Frauen leisten mehr und bekommen weniger. Das ist die Zusammenfassung. Und viele können sich eben gar nicht aussuchen, ob sie
Teilzeit oder Vollzeit arbeiten. Und genau das müssen wir ändern. Diese Einkommensschere muss endlich geschlossen werden. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, von jungen Frauen vor allem auch, muss endlich ermöglicht werden von Anfang an und nicht erst dann in der Pension oder durch Almosen, die man einmal gibt, indem jetzt zum Beispiel den Pensionistinnen und Pensionisten hier Einmalzahlungen gegeben werden. Nein, es braucht die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Beginn an ein ganzes Frauenleben lang. Und daher fordere ich, und ich kann Ihnen sagen, schon als Frauenministerin und heute einmal mehr, und ich wurde genau am 8. März 2017 als Frauenministerin angelobt, damals von Christian Kern als Kanzler. Und damals habe ich das schon gefordert. Und ich fordere es heute gemeinsam mit unserer Bundesfrauenvorsitzenden einmal mehr, den österreichweiten raschen Ausbau der ganztägigen Kinderbildungseinrichtungen. Konkret gesagt, wir brauchen 100.000 neue ganztägige Kinderbetreuungsplätze und das kostenfrei, verbunden mit einem Rechtsanspruch. Mütter, Eltern sollten den Anspruch haben, die Kinder sollten den Anspruch auf diese qualitativ hochstehende Kinderbetreuung ganztägig und kostenfrei haben. Zusätzlich braucht es auch Ganztagsschulplätze. Konkret etwa 180.000 neue Ganztagsschulplätze in Österreich. Das ist meine und unsere Forderung. Und klar ist auch, dass das vom Bund finanziert werden muss. Die Chance war jetzt, gerade waren Verhandlungen, Bund-Länder-Verhandlungen, die Chance wurde vergeben. Einmal mehr. Und das ist schade. Und man kann diese Verantwortung nicht auf die Gemeinden, auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abschieben, was die Finanzierung von Kinderbetreuung, von Kindergartenplätzen oder Ganztagsschulbetreuung betrifft. Nein, das ist Aufgabe dieser Bundesregierung. Das ist eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe. Und die hat der Bund zu leisten, die hat der Bund auch zu erledigen. Warum? Es ist für unsere Gesellschaft wichtig, es hilft unseren Kindern, es hilft den Frauen in Österreich und bitte es hilft der Wirtschaft vor dem Hintergrund dieses wirklich immer größer werdenden Fachkräftemangels und Arbeitskräftemangels, vor dem die Wirtschaft in allen Bereichen steht. Weil Frauen stellen ein enormes Arbeitskräftepotenzial dar. Ein Arbeitskräftepotenzial, das Österreich heben muss, auf das die Wirtschaft und unser Land nicht verzichten kann und darf. Die Wirtschaft und Österreich darf es sich nicht erlauben und diese Bundesregierung darf es sich auch nicht weiter erlauben, auf dieses wichtige Potenzial zu verzichten. Vielen Dank. Danke auch Ihnen für dieses rege Interesse, das bestimmt dem anstehenden Weltfrauentag geschuldet ist, weil Helga Konrad damals schon gesagt hat in den 90ern, ganze Männer machen halbe-halbe. Und diese halbe-halbe wollen wir auch wieder zum Leben erwecken. Die Forderungen, die Helga Konrad damals aufgestellt hat, sind leider heute noch immer nicht vollends in der Realität angekommen. Wir sehen am Gleichstellungsindex, Österreich ist auf Platz 27 von 30, wenn es um Gleichberechtigung in der Arbeitswelt geht. Wir sehen am Equal Pay Day, der zum Jahresbeginn errechnet worden ist, dass Frauen heuer einen Tag länger arbeiten gratis, nämlich 47 Tage anstatt 46 Tagen. Und die schon angesprochene Pensionslücke ist 2060 scheinbar noch immer nicht geschlossen, wenn wir nicht die Rahmenbedingungen setzen und jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Frauen und für vor allem auch Partnerinnenschaften ändern. Weil die Partnerschaft, die Partnerinnenschaft hat sich im Jahr 2023 geändert. Die Ansprüche sind andere geworden und wir als Politik müssen hier auch klar die Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen Rollenbilder aufbrechen, positive Männerbilder auch schaffen und Gleichstellung wirklich hier auch rascher voranbringen. Weil es kann nicht sein, dass nachkommende Generationen noch immer wirklich auch dieselben Forderungen wieder aufstellen müssen, wie schon unsere Pionierinnen davor, wie unsere Vorkämpferinnen davor. Wir wollen jetzt Gleichstellung erreichen. Wir wollen jetzt die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, halbe-halbe hier quasi wieder in den Vordergrund zu stellen und haben da auch diverse Forderungen, die ich jetzt kurz ausführen darf. Wir fordern einerseits die 4-Tage-Woche mit Arbeitszeitverkürzung, mit kürzester Vollzeit. Wir haben hier, unsere Parteivorsitzende hat das schon vor einigen Jahren auch präsentiert, ein Modell ausgearbeitet, das man sofort umsetzen könnte, wo 20% der Arbeitszeit reduziert wird und man dennoch 95% quasi des vorher bezogenen Gehaltes auch bekommt, indem man sich das aufteilt zwischen Arbeitnehmerin, Unternehmen, AMS und hier wirklich auch eine gute Balance schaffen kann. Warum Arbeitszeitverkürzung?
weil es auch in der partnerschaftlichen Aufteilung zu mehr Gerechtigkeit führen würde, weil Zeit für die Dinge im Leben sein muss, die wirklich wichtig sind. Familie, Freundinnen, Ehrenamt, soziales Engagement, all diese Dinge. Und vor allem, weil wir auch wollen, dass sich Männer stärker in der unbezahlten Arbeit, in der Sorgearbeit auch beteiligen und hier Frauen entlasten. Es wird sehr viel von dem sogenannten Mental Load gesprochen. Eine Checkliste, die die Frauen im Kopf haben und wirklich Tag für Tag abhackeln. Was brauche ich nur alles? Ich muss nur Arzttermine, den Kinderarzttermin fürs Kind ausmachen. Ich muss nur irgendwie Schulzeug einkaufen. Ich muss für den nächsten Schulausflug Dinge vorbereiten. All diese Dinge, die in der Checkliste sind, gehören fairer aufgeteilt. Und ein zweiter Punkt ist da für uns auch die verpflichtende Aufteilung von Karenzzeiten für beide Elternteile. In skandinavischen Ländern ist es wirklich der Usus und einfach normal, dass beide Elternteile zu gleichen Zeiten in Karenz gehen. Und wir wollen das auch in Österreich, weil die Zahlen zeigen etwas anderes. Und ich darf das kurz ausführen. Nur 2 von 100 Männern gehen länger als 3 Monate in Karenz. 1 von 100 länger als 6 Monate. Der Rest der Väter geht gar nicht in Karenz. Und das ist unglaublich schade. Wir wollen hier die Männer auch wirklich mit ins Boot holen. Weil Sorgearbeit beginnt nicht erst bei der Trennung, wenn es um den Unterhalt geht, um Unterhaltsstreitigkeiten. Sorgearbeit beginnt wirklich bei der Geburt des Kindes. Und dazu zählt auch die Karenz. Und dass wir hier wirklich so rückständig sind und bei 8 von 10 Paaren der Vater gar nicht in Karenz geht, ist wirklich leider nicht wirklich ein positives Bild. In den skandinavischen Ländern ist hier klar ein Mindestanteil auch für Väter, für beide Elternteile reserviert. Wir wollen hier auch stärker gleichziehen mit den skandinavischen Ländern, weil ganz, ganz vieles auch an diesem Punkt hängt. Die Diskriminierung in der Arbeitswelt kann dadurch abgebaut werden, weil Frauen nicht mehr benachteiligt werden. Weil wenn eine junge Person vor mir sitzt als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber, ist es völlig unabhängig, welches Geschlecht diese Person hat. Ich kann einfach grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Person vielleicht irgendwann einmal Familienplanung auch wirklich plant und Karenz einfach etwas ganz Natürliches ist für beide Geschlechter. Und das sollte 2023 wirklich auch der Normalfall in Österreich sein, dass hier auch die Diskriminierung in der Arbeitswelt aufgrund von Karenzzeiten, die jetzt überwiegend die Frauen in Anspruch nehmen, abgebaut werden. Und wenn die Kollegin Jaitla Cincelli vom Wirtschaftsbund im Morgenjournal heute sagt, Frauen müssen über Geld sprechen, dann wollen wir das auch. Zwar mit Lohntransparenz und Einkommenstransparenz, auch nach isländischem Vorbild, wo wirklich Arbeitnehmerinnen hier besser unterstützt werden, weil am isländischen Vorbild ist der große Vorteil der, dass eine Beweislastumkehr stattfindet. Dass das Unternehmen belegen muss, warum der männliche Kollege mehr verdient. Und in Island hat das gezeigt, dass die Lohnschere ganz rasch geschlossen werden hat können. Weil die Begründung, dass Männer mehr verdienen, eben nicht da ist. Frauen sind hochqualifiziert. Sie leisten auch wirklich dasselbe wie der männliche Kollege am Nebentisch. Und das hat eben dazu geführt, dass die Lohnschere drastisch geschlossen werden hat können. Und deshalb wollen auch wir über Geld sprechen und den Frauen das Rüstzeug dazu in die Hand geben mit einer umfassenden Lohn- und Einkommenstransparenz, die auch auf europäischer Ebene gerade verhandelt wird und wo es für uns als Sozialdemokratinnen nicht verständlich ist, dass ein Wirtschafts- und Arbeitsminister Kocher sich hier wirklich auch auf europäischer Ebene mit einem Veto gegen die Frauen stark gemacht hat, was die Lohntransparenz betrifft. Wirklich nicht sehr frauenfreundlich, dieses Verhalten, dass man hier die Lohntransparenz blockiert und die nicht unterstützt und somit auch den Frauen diesen wertvollen Anteil an Gehalt nicht zukommen lässt. Und der letzte Punkt, den wir fordern, ist Steuergerechtigkeit auch für Frauen. Wir haben in den letzten Steuermaßnahmen, die die Bundesregierung oder die Regierungsfraktionen gesetzt haben, gesehen, dass die vorwiegend nicht den Frauen zugutekommen. Von diesem Modell der Abschaffung der kalten Progression profitieren zu 60% Männer, nur Frauen zu 40%. Der Familienbonus, der aufgestockt worden ist auf 2.000 Euro, wird überwiegend von Männern bezogen. Frauen, gerade Alleinerzieherinnen, werden nur mit einem kleinen Almosenbeitrag abgespeist. Und das ist für uns nicht erträglich, weil was steht in der Verfassung? Das Gender Budgeting. Und Gender Budgeting besagt, dass in allen Maßnahmen auch die Auswirkung auf die Geschlechter dezidiert berücksichtigt werden muss. Und dieses Gender Budgeting ist scheinbar einerseits beim Familienbonus, andererseits bei der kalten Progression
wirklich vollkommen ignoriert worden. Und wenn es in der Verfassung steht, sind auch wir als Politikerinnen, gerade als Abgeordnete, aufgefordert, das auch tatsächlich wahr und ernst zu nehmen. Und deshalb fordern wir wirklich diese umfassenden Maßnahmen von der Lohntransparenz über die Steuergerechtigkeit, über die Karenzzeiten für beide Elternteile und die 4-Tage-Woche, weil unsere Vorsitzende hat schon angesprochen, in einer Situation von über 11% Inflation ist es ganz relevant, was Frauen letzten Endes am Monat am Konto überbleibt.